Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Auch hier im Bayerischen Landtag. Und damit ganz herzlich willkommen zu Plenum TV, hier bei TV Aktuell. Heimat Bayern 2020, das war das Thema der Regierungserklärung von Heimatminister Markus Söder. In der 30. Plenarsitzung stellte er sein 25-Punkte-Programm vor zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Wir werden das Zeitalter der Digitalisierung, Globalisierung, die Herausforderungen der Demografie angehen und nutzen, um unsere bayerische Heimat im Kern zu bewahren, kulturelle Stabilität zu erhalten, aber neue Chancen zu eröffnen und weiter das Land der unbegrenzten Möglichkeiten in Deutschland zu bleiben. Das war ein 25-Punkte-Programm und vieles davon ist aus meiner Sicht umsetzbar. Und ich bin froh, dass man dieses Thema angegangen hat, dass es Markus Söder angegangen hat, also auch allumfassend zu bewerten. Die Fakten sprechen eine andere Sprache. Wir haben unterschiedliche Bevölkerungsentwicklungen in ganz Bayern. Die Schere klafft auseinander. Und ich würde es gerne sehen, wenn das endlich geändert wird, wenn wir endlich andere Fakten schaffen können. Ankündigungen alleine, bis heute wieder passiert sind, reichen nicht. Und ich als freier Wähler werde vor allem auch vor Ort bei uns in unserem Stimmkreis in der Oberpfalz zu Hause dieses Thema immer wieder auf die Agenda bringen müssen, leider wieder auf die Agenda bringen müssen. Der Ablauf einer Plenarsitzung ist seit vielen Jahren fest geregelt. Jede Partei erhält die gleiche Redezeit und zu Abstimmungen werden alle Abgeordneten hinzugerufen. Dass Politik aber auch subtil betrieben werden kann, lassen die jetzt eingebrachten Änderungswünsche vermuten. Die Opposition zum Beispiel will den Hammelsprung allein auf die im Plenarsaal anwesenden Politiker beschränken. Und die CSU fände es gut, wenn man die Redezeit auf die Mehrheitsverhältnisse anpassen würde. Also Redezeit auf Mehrheitsverhältnisse anwenden, finde ich sehr gut. Ich halte es bisher wirklich für total daneben, dass diejenigen, die weit weniger sind, wesentlich mehr reden dürfen. Das sage ich ganz einfach. Nur wer etwas zu sagen hat, kann sich kurz halten. Und wenn es nach dem geht, müsste man der CSU eigentlich noch viel mehr Redezeiten zugestehen müssen. Also der Hammelsprung. Es wäre seltsam, wenn jemand mal ein menschliches Bedürfnis hat und kommt rein und darf dann nicht. Also da sollte man schon ein bisschen Zeit haben. Mit diesem Hammelsprung, da muss ich innerlich lachen, weil es lenkt von den eigentlichen Problemen eigentlich ab, die wir im Bayerischen Landtag haben. Also die sollen das machen, wie sie wollen, da bin ich ganz, ganz locker. Das war's schon wieder von Plenum TV hier bei TV Aktuell, liebe Zuschauer. Wir melden uns wieder mit dem Neuesten aus dem Bayerischen Landtag am kommenden Wochenende zu unserem Monatsmagazin. Bis dahin, Servus, machen Sie's gut.